Seid gegrüßt, ich mache heute mit MMT, mit Jan, ein Video zur Rente. Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Diskussion. Heute also das Thema Rente. Ich würde sagen, als erstes gehen wir mal darauf ein, wie so ein Rentensystem ganz allgemein funktioniert. Im Grunde genommen funktioniert jedes Rentensystem genau nach diesem System. Wir haben einen Teil der Bevölkerung, der arbeitet, der Dinge produziert. Und diese Produktion müssen wir jetzt irgendwie verteilen. Also wir haben da Rentner, die arbeiten logischerweise nicht mehr und wir müssen denen irgendwie einen Teil der Produktion verteilen. Und dafür brauchen wir ein Rentensystem. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, aus historischen Gründen in Deutschland das Umlagesystem zu wählen. Das bedeutet, wir reduzieren die Kaufkraft der Arbeiter ein wenig, indem sie halt Beiträge bezahlen müssten. Und wir zahlen den Rentnern eine Rente. Dadurch erhalten sie Kaufkraft und Zugang auch zu einem Teil der Produktion. Obwohl sie halt nicht mehr arbeiten. Jetzt haben sie ihr Leben lang gearbeitet, jetzt sind sie in Rente, können also auf die Produktion zugreifen, auch ohne dass sie arbeiten. Und im Kern wird man feststellen, egal wie man ein Rentensystem jetzt genau konstruiert, über eine Aktienrente beispielsweise, es läuft darauf hinaus, dass wir irgendwie die Produktion verteilen müssen. Die Rentner brauchen auf irgendeine Art und Weise Kaufkraft, sie produzieren selbst nichts mehr und die Arbeitenden, die produzieren und müssen einen Teil ihrer Produktion natürlich an die Rentner, an die Leute, die sie wahrscheinlich großgezogen haben, halt eben abgeben. Grundsätzlich behaupten jetzt einige Vertreter beispielsweise der Aktienrente, Moment einmal, die Aktienrente hat den großen Vorteil, dass man hier sparen kann, das heißt, hier wird Kapital angespart und das ist ja ein Riesenvorteil zu dem Umlageverfahren. Jetzt merkt man vielleicht schon an der Erklärung am Anfang, okay, jetzt haben wir da diese Aktienrente und es läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir die Produktion weiterhin verteilen müssen. Also was wird da eigentlich angespart? Das ist das große Problem der Aktienrente. Wir können also nicht jetzt irgendwo Produktion einlagern, jedes Jahr einen Teil der Produktion einlagern und später an die Rentner verteilen. Nee, es läuft darauf hinaus, dass wir immer die aktuelle Produktion verteilen müssen. Also als Volkswirtschaft, als Ganzes können wir nicht Produktion sparen. Ansparen bedeutet, die Aktienrente führt nicht dazu, dass wir irgendetwas ansparen, dass wir irgendwelche Warenhäuser voll machen mit zukünftiger Produktion für die Rentner, sondern läuft auch darauf hinaus, dass wir am Ende ein System haben, in dem wir die aktuelle Produktion umverteilen zwischen Arbeitenden und Rentnern. Ja, diesen ziemlich trivialen Gedankengang, dass immer nur die aktuelle Produktion verteilt werden kann, hat der Soziologe Gerhard Mackenroth in den 50er Jahren schon mit dem Satz zusammengefasst, volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Dieser einfache Satz ist auch unter dem Namen Mackenroth-Theorem bekannt. Jetzt könnte man aber sagen, eine Volkswirtschaft als Ganzes kann doch sparen. Wenn wir nämlich Leistungsbilanzüberschüsse machen, dann bauen wir Nettovermögen im Ausland auf. Also wenn wir jetzt in aller Welt Aktien kaufen und damit Vermögen aufbauen, dann sparen wir doch was für unsere Rente, solange wir Leistungsbilanzüberschüsse machen. Also solange sich unser Vermögen gegenüber dem Ausland immer weiter erhöht. Wäre das nicht eine Option, um unsere Rente zu finanzieren? Also zunächst einmal kann man zu dem Thema ja sagen, gut, dann schauen wir uns die Altersstruktur an. In den anderen großen Volkswirtschaften, da wird man feststellen, die Altersstruktur sieht da nicht viel besser aus. Also wie sinnvoll ist es, Kapital aus dem Ausland anzuhäufen, um später über Leistungsbilanzdefizite, weil darauf läuft es dann ja hinaus, wenn man sich dann, wenn das Land dann älter geworden ist, über Leistungsbilanzdefizite, also einen Teil des Konsums zu finanzieren. Ja, das ist also ein Unterfangen, was natürlich schon mal global betrachtet überhaupt nicht funktioniert und was auch, sagen wir es mal so, ziemlich riskant ist, weil warum sollten wir dann später ganz viel von den Amerikanern kaufen können, wenn die selber dieses riesige Altersproblem haben. Also kann man schon eigentlich davon ausgehen, dass es gar nichts bringt, jetzt Leistungsbilanzüberschüsse anzuhäufen. Davon wird man später nicht sonderlich viel haben. Ja, aber
da, also diese Argumente, die du ja gerade vorgebracht hast, die hindern bestimmte Politiker ja trotzdem nicht, weiter in eine Aktienrente zu propagieren. Also schauen wir uns mal an, was würde passieren, wenn man jetzt tatsächlich versuchen würde, so wie es die FDP vorschlägt, 2% des Bruttoeinkommens zu sparen. Also das ist ja der FDP-Vorschlag für die Aktienrente. Der wurde bisher noch nicht beschlossen, man hat jetzt etwas anderes, dieses Generationenkapital beschlossen, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das funktioniert, indem man Schulden aufnimmt und damit dann ja, sich Aktien kauft. Aber was wäre, wenn man diesen FDP-Vorschlag der Aktienrente, so wie er ursprünglich gedacht ist, tatsächlich umsetzen würde? Nun, wenn wir 2% unseres Einkommens sparen, dann haben wir dies nicht mehr für künftigen Konsum. Das bedeutet, die Unternehmen müssten ihre Produktion zurückfahren, weil halt weniger Waren nachgefragt würden. Und das würde wiederum zu sinkenden Realeinkommen führen. Wir hätten dann also eine Spirale aus sinkendem Konsum, sinkenden Einkommen und was bestimmt denn den Wert des Ersparten? Der Wert des Ersparten wird von den Erträgen der Unternehmen bestimmt. Je mehr Gewinne Unternehmen machen, desto mehr sind sie wert. Das bedeutet, der Wert des Ersparten sinkt, obwohl mehr gespart wird. Das würde bei einer Aktienrente schlussendlich passieren. Das ist unter dem Namen Sparparadoxon bekannt und wurde von Keynes beschrieben. Ja, genau. Also da würde ich erstmal zu sagen, klar, wenn man jetzt mehr spart, bedeutet das, dass die BIP-wirksamen Ausgaben natürlich runtergehen. Wenn wir also einen Teil des Einkommens umleiten in die Ersparnis, haben wir weniger für die Ausgaben für BIP-wirksame Leistungen. Klar, das bedeutet ganz klar, dass die Wirtschaft abgeschwächt wird, dass weniger produziert wird. Und wenn weniger produziert wird, dann bedeutet das für unser Rentensystem, wir können auch weniger verteilen. Und das bedeutet, wir haben auch weniger für die Rentner. Ganz klar, ein riesiges Problem für unser Rentensystem und bringt absolut nichts für ja, die zukünftigen Rentner. Stimme ich dir absolut zu. Was hältst du denn vom Vorschlag, mehr von der Rente aus dem Bundeshaushalt zu bezahlen? Nicht so sehr über dieses Umlagesystem, sondern indem man es direkt, also nicht so sehr über Rentenbeiträge, sondern indem man es direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert. Ja, grundsätzlich muss man hier natürlich einen klugen Weg wählen. Man muss schauen, wie viel Kaufkraft kann ich natürlich zur Verfügung stellen, wie viel Produktion ist tatsächlich da. Also das ist eine Anpassung, die man zielgerichtet auch machen muss, die man auch nicht zu schnell machen darf. Grundsätzlich muss man vielleicht mal vorne anfangen. Wir haben mit Deutschland ein Niedriglohnland. Haben wir eine schwache Binnennachfrage, also eine schwache Nachfrage nach eigenen Produkten. Und grundsätzlich könnte man darüber dann schließen, dass wir in Deutschland also noch viel Potenzial haben für die eigene Nachfrage, die Löhne steigern können, die Renten steigern können. Also dafür spricht auf jeden Fall einiges. Würde bedeuten, ich wäre dafür, dass wir einmal Lohnpolitik machen, dass die Löhne hoch müssen und auch, dass es sicherlich noch zulässig ist, die Renten etwas zu steigern. Das ist aber auf jeden Fall ein Prozess, der halt über Jahre langsam gemacht werden muss, dass also auch die Kapazitätssteigerungen entsprechend Zeit haben. Ja, genau, das wäre jetzt hier meine Meinung zu. Das ist ganz interessant. Das Bundeswirtschaftsministerium bzw. der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat einmal durchgerechnet, wie viel es kosten würde, die Rente bis zum Jahr 2060 bei 48% des letzten Nettoeinkommens zu stabilisieren, beziehungsweise den Rentenbeitragssatz bei 22%. Das würde 2060 rund 20% des Bundeshaushalts, also 2% des Bruttoinlandsproduktes, kosten. Das bedeutet, die Rente bis dahin zu sichern, wäre, also der Anteil an unserem Bruttoinlandsprodukt wäre geringer, wesentlich geringer als das, was wir aktuell jedes Jahr als Leistungsbilanzüberschuss haben. Um mal eine Zahl dazu zu nennen, was du gerade gesagt hast. Ja, genau. Also auf monetärer Ebene, selbst konservativ gesehen, stellt das Rentensystem überhaupt kein Problem dar. Letztendlich können wir also immer, was auch natürlich komplett trivial und logisch ist, das, was produziert wird, irgendwie verteilen. Und ob wir das jetzt aus dem Bundeshaushalt machen, weil wir so niedrige Löhne haben und irgendwie die Renten auf ein vernünftiges Niveau bringen wollen, ohne
die Löhne noch weiter zu schwächen oder ob wir es über eine Lohnpolitik machen, ist letztendlich egal. Also wir müssen nur irgendwie schauen, dass wir da ein faires Verteilungsverhältnis, einen fairen Verteilungsschlüssel finden und monetäre Einschränkungen selbst aus konservativer Sicht bestehen da überhaupt nicht. Also ich fasse zusammen, wir brauchen einen stabilen Arbeitsmarkt, steigende Löhne, damit die Renten entsprechend mitsteigen. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, den stabilen Arbeitsmarkt brauchen wir vor allen Dingen halt, dass die Binnennachfrage gestärkt wird, dass ja, das Bruttoinlandsprodukt wachsen kann. Und klar, wenn das der Fall ist, dann können wir auch mehr verteilen. Das ist absolut so. Jo, dann freue ich mich, dass wir miteinander gesprochen haben. Das war ziemlich schnell geklärt, das Thema. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.